Die niederländischen Radwege sind natürlich toll zum Fahrradfahren. Sie sind geeignet für kleine Kinder und so sicher, dass etwas ältere Kinder unbeaufsichtigt radeln können. Selbst schnelle Fahrradfahrer haben keine Probleme auf einem gut gestalteten Radweg. Jung und alt können die Radwege nutzen. Sie sind aber noch auf andere Weise hilfreich. Zum Beispiel bieten sie unerwarteten Schutz. Dieser kleine Junge kann frei herumlaufen, was er sonst niemals könnte, direkt neben schnell fahrendem Kraftverkehr. Und dieser Kerl muss glauben, dass die Radwege speziell für ihn gebaut würden. Doch es gibt eine große Gruppe von Menschen, die besonders von der Fahrradinfrastruktur profitiert. Menschen mit Behinderungen nutzen die Radwege, um von A nach B zu fahren, was ihnen eine enorme Freiheit eröffnet. Mit Spezialfahrzeugen, die auf ihre Bedürfnisse angepasst sind, können sie gefahrlos umherfahren. Auch im Zentrum der Städte, bei starkem Verkehr, ermöglicht die Fahrradinfrastruktur sichere Mobilität für Behinderte. Ganz unabhängig, mit etwas Aufsicht oder ein wenig Hilfe. Menschen mit Behinderungen genießen in den Niederlanden ein großes Maß an Freiheit. Bis ins hohe Alter. Einige der Fahrzeuge für Behinderte können auch auf der Fahrbahn verwendet werden. Aber die meisten eignen sich ideal, um damit auf Radwegen zu fahren. Die Fahrzeuge sind fast so schnell wie Radfahrer und der durchschnittliche Fahrradweg in den Niederlanden ist breit genug zum Überholen, wenn gewünscht. Dank der Radwege kann man die Natur genießen und sich bewegen. Oder zumindest etwas frische Luft schnappen, auch wenn sie körperlich ein bisschen eingeschränkt sind. Und natürlich können sie auch gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin fahren.